Das war aber 2022 als Preview-Version. Installationsroutine ist geblieben. Da hat sich und wird sich sicherlich auch nichts dran ändern. Das wäre auch sehr schade, wenn Microsoft da irgendwelche Änderungen vornehmen würde. Ich habe keinen Produktkey für diesen Server. Ich möchte einen Data Center installieren. Nicht, dass ich ihn bräuchte, aber wir wollen sehen, wie er sich verhält. Das ist Echtzeit. Das heißt, hier ist nichts geschnitten. Vielleicht muss ich gleich mal einen Moment pausieren, weil sonst würde das Video doch zu lang werden. Eine kurze Pausierung, ich denke mal so 3, maximal 5 Minuten. Sinn und Zweck dieses zweiten Servers ist natürlich, die Möglichkeit zu schaffen, ein Speicherreplikat später anzulegen, also eine direkte Sicherungskopie der entsprechenden Freigaben. Deswegen installiere ich jetzt einen zweiten Server, dann auch die Speicherreplikat und gemeinsam fügen wir den natürlich der vorhandenen Domäne 2019 Domain-Controller-seitig hinzu. So, Endspurt. Wir sind bei 95%, zwar weniger als 2 Minuten. Läuft unter Windows 10, Hyper-V, SSD, ausreichend Speicher, Hauptspeicher, also auch Plattenplatz vorhanden. Reboot erfolgt. In Echtzeit. Ich habe persönlich das Gefühl, der Bootvorgang ist ein bisschen schneller, aber das kann auch völlig subjektiv sein. Man erhofft sich ja immer, durch neuere Server wird alles besser. Ich glaube, das ist hier wirklich völlig subjektiv und durch nichts belegbar. Ich habe das zwar verglichen schon mit dem Server 2019 Bootvorgang in einer Rohinstallation, aber das hat, glaube ich, keine Bewandtnis. Hier spielen zu viele Faktoren eine Rolle. Die Bildschirmaufnahme, die Verarbeitung, das OBS-System, also sehr viele Dinge, die dabei zu Buche schlagen und auch die Performance entsprechend beeinflussen. Auch da hat sich nichts dran geändert. Erster Vorgang, Passwort. So, Verbindung mit dem System. Ohne Domänenzugang ist erfolgt. Die Umgebung muss natürlich noch von mir eingerichtet werden, dass auch hier der zweite Server seine Dienste wahrnimmt. Ein 2022, so wie sie es gehört. Und so wie geplant ist, nimmt seinen Dienst auf. Admin Center läuft ja schon auf dem First System. So, die Default-Einstellungen werde ich jetzt vornehmen. Domainzugang natürlich erst dann, wenn ich meine Netzwerkumgebung gestaltet habe. Ich mache das hier alles händisch, damit man das auch sehr sinnvoll nachvollziehen kann.
kann jeder, der Zugriff auf die Insider Preview besitzt, entsprechend verwenden. Das ist mein erster Domain-Controller und damit möchte ich mich gerne konnektieren. Stelle noch einige Defaults bereit und werde nun den Rechner neu booten. Auch hier hat sich bis auf die Anpassung Windows 10-like, Edge-Browser, all die Dinge, die wir bereits schon kennen, nichts geändert. Menü, Startfolge, all das ist geblieben. Desktop-Einstellungen laufen. Server Manager startet und über den Server Manager trete ich nun der Domäne bei. Der Domain-Controller ist ein voll durchgepatchter. Das ist neu. Das ist der Unterstrich, den mag er nicht. Und was er nicht mag, das wollen wir ihm dann auch nicht unterjubeln. So, Domäne ist gefunden. Domain-Controller selbst läuft unter VMware. Ist jetzt wirklich gemixt, ne? VMware, Hyper-V. Läuft schon seit 2-3 Monaten völlig problemlos. Sinn und Zweck dieser Aktion ist halt tatsächlich die Vorbereitung auf eine zukünftige Möglichkeit des Speicherreplikates und das gilt es natürlich auch entsprechend dann in Einsatz zu bringen. Das Server 2022 als Preview-Version Installationsroutine ist geblieben. Da hat sich und wird sich sicherlich auch nichts dran ändern. Das wäre auch sehr schade, wenn Microsoft da irgendwelche Änderungen vornehmen würde. Ich habe keinen Produktkey für diesen Server. Ich möchte einen Datacenter installieren. Nicht, dass ich ihn bräuchte, aber wir wollen sehen, wie er sich verhält. Das ist Echtzeit. Das heißt, hier ist nichts geschnitten. Vielleicht muss ich gleich mal einen Moment pausieren, weil sonst würde das Video doch zu lang werden. Eine kurze Pausierung, ich denke mal so 3, maximal 5 Minuten. Sinn und Zweck dieses zweiten Servers ist natürlich, die Möglichkeit zu schaffen, ein Speicherreplikat später anzulegen, also eine direkte Sicherungskopie der entsprechenden Freigaben. Deswegen installiere ich jetzt einen zweiten Server, dann auch die Speicherreplikat und gemeinsam fügen wir den natürlich der vorhandenen Domäne 2019 Domain-Controller seitig hinzu. So, Endspurt. Wir sind bei 95%, zwar weniger als 2 Minuten. Läuft unter Windows 10. Hyper-V, SSD, ausreichend Speicher, Hauptspeicher, also auch Plattenplatz vorhanden. Reboot erfolgt. In Echtzeit. Ich habe persönlich das Gefühl, der Bootvorgang ist ein bisschen schneller, aber das kann auch völlig subjektiv sein. Man erhofft sich ja immer, durch neuere Server wird alles besser. Ich glaube, das ist hier wirklich völlig subjektiv und durch nichts belegbar.
Ich habe das verglichen schon mit dem Server 2019 Bootvorgang in einer Rohinstallation, aber das hat, glaube ich, keine Bewandtnis. Hier spielen zu viele Faktoren eine Rolle. Die Bildschirmaufnahme, die Verarbeitung, das OBS-System. Also sehr viele Dinge, die dabei zu Buche schlagen und auch die Performance entsprechend beeinflussen. Auch da hat sich nichts dran geändert. Erster Vorgang, Passwort. So, Verbindung mit dem System. Ohne Domänenzugang ist erfolgt. Die Umgebung muss natürlich noch von mir eingerichtet werden, dass auch hier der zweite Server seine Dienste wahrnimmt. Ein 2022, so wie sie es gehört. Und so wie geplant ist, nimmt seinen Dienst auf. Admin Center läuft ja schon auf dem First System.